Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr das Elektroschild bekommt. Zunächst müsst ihr das normale Schild bauen. Ein ausführliches Tutorial dazu findet ihr auf meinem Kanal. Also wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, schaut dort am besten mal vorbei. Und ansonsten fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Und der Link dazu, zu dem Video, findet ihr auch unten in der Infobox. So, jetzt fangen wir aber wirklich an. Also um das Elektroschild zu bekommen, müsst ihr alle Challenges abschließen. Das sind diese Challenges, die euch angezeigt werden, rechts vom Spawn aus an den Totenköpfen. Das können ganz unterschiedliche Challenges sein. Eure sind immer die gelben. Jeder Spieler muss alle seine Challenges abgeschlossen haben. Spielt ihr also mit zwei Spielern, müssen zwei Leute die Challenges abschließen. Spielt ihr alleine, müsst nur ihr die Challenges abschließen und so weiter. Habt ihr das geschafft, kommen alle 1,5 Minuten so Blitze in diesen Bereich, wo eben die Totenköpfe sich befinden, mit denen ihr das Schild durch Ausrüsten aufladen könnt. Die Challenges ändern sich bei jedem Neustart. Ich komme mal eben auf die wichtigsten und häufigsten Challenges zurück. Und falls ihr weitere Fragen zu anderen Challenges habt, stellt sie mir doch einfach in den Kommentaren. Ich beantworte das so gut wie ich kann. Mutierte Zombies. Ganz viele Challenges haben mit mutierten Zombies zu tun. Ganz einfach gesagt sind das diese Baumviecher. Ihr erschafft sie, indem ihr Zombies durch Sporen laufen lasst. Dann können sie entstehen, müssen es aber nicht. Frucht einer Pflanze essen. Ganz häufig muss man die Frucht einer Pflanze essen. Das bedeutet, dass ihr sie 3 Runden lang bewässern müsst. Einmal mit lila, einmal mit blauem und einmal mit grünem Wasser. Welche Reihenfolge ist allerdings egal. Ein ausführliches Pflanzenkunde-Video lade ich auch später nochmal hoch. Also falls sich da wer interessiert, wie man das gießt und was dann da rauskommt und welche Pflanzen es überhaupt gibt und was das alles bringt, der sollte auf jeden Fall nochmal auf meinem Kanal vorbeischauen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Von meiner Seite war es das dann jetzt erstmal und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!